Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus meiner Kabine auf der MS Hamburg. Ich war unterwegs mit der MS Hamburg, dem kleinsten Hochseekreuzfahrtschiff Deutschlands. So wird sie ja neuerdings vermarktet. Ja, sie hat Platz für bis zu 400 Passagiere und ja, ich war 8 Nächte an Bord. Das ist ja, muss man sagen, eine ganz gute Länge, ne, um so ein Schiff ja richtig kennenzulernen, um auch ja, den ganz besonderen Charakter des Schiffes kennenzulernen. Viele von euch kennen ja nur natürlich die großen Schiffe von AIDA, von TUI Cruises und. Was ein wesentlicher Unterschied ist, der MS Hamburg, ja, die fährt im Wesentlichen Routen, die Schiffe im Massenmarkt so eben nicht fahren. Ja, das kann auch mal die Antarktis sein oder in diesem Fall eben die großen Seen. Ja, und ja, das kann dann auch mal Anlandungen mit Zodiacs geben. Ja, so dass Plantos und Partner, also der Veranstalter, sagt, das Ganze sind Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter, so nennen sie es, ja. Die großen Seen. Ich war unterwegs von Chicago nach Montreal. Das Ganze war quasi eine halbe Reise. Also die anderen Gäste, die waren auch schon auf dem Hinweg unterwegs von Montreal nach Chicago. Aber man hat das eben für die Medienleute irgendwie halbiert, damit sie eben nur 8 Nächte unterwegs sind und nicht 15 oder 14. Ja. Und das ist eben die Besonderheit hier dieses Schiffes. Also die MS Hamburg kann tatsächlich auch auf den großen Seen unterwegs sein, denn die Schleusen haben eine Breite dort von ungefähr 24 Metern. Ja. Und MS Hamburg ist 21 und noch ein bisschen breit. Ja. Und ja, deswegen ist das gar kein Problem. Das Schiff ist ursprünglich eben auch tatsächlich mal für dieses Fahrtgebiet konzipiert worden. Ja. Also man hat überlegt, okay, wie groß darf ein Kreuzfahrtschiff sein, das hier fährt? Und so hat man die MS Hamburg dann Mitte der 90er Jahre gebaut, damals noch als Columbus, die ja zunächst unterwegs gewesen ist, für Hapag-Lloyd Cruises. Ja, wie ist es nun gewesen? Auf den ersten Tagen der großen Seen, da denkt man erstmal, ja, ob jetzt See oder Meer, ist jetzt kein großer Unterschied, ehrlich gesagt. Also das war dann die ersten Tage erstmal so ein bisschen, dass man dachte, ah, das sind jetzt also die großen Seen. Ja, das hat sich dann aber geändert, ja, als wir dann zum Beispiel gefahren sind durch den Welland-Kanal. Das ist wunderbar gewesen. Oder noch sehr, sehr schön, auch sehr, sehr schön, der Sankt-Lorenz-Strom. Also, ja, das war schon ganz was Besonderes. Das waren natürlich schon Highlights. Ja, dazu hat man dann Gelegenheit, so Städte zu erkunden wie Chicago, Detroit oder Toronto. Was natürlich sonst ja, auf dem Seeweg ein bisschen schwierig ist sonst. Natürlich ist das jetzt für diese Städte ein bisschen zu kurz gewesen, ne, wenn man da immer nur ein paar Stunden hat. Also ich habe es überlegt, so gerade Montreal oder so hier, wo wir jetzt gerade noch sind, ja, da muss man vielleicht nochmal wiederkommen, um es wirklich ausführlich kennenzulernen. Ja, also man muss sagen, hier große Seen, tolle Mischung aus teilweise sehr schöner Landschaft, eben teilweise von der Laubfärbung schon so ein bisschen. Also es hätte noch ein bisschen mehr nach Indien Summer aussehen können. Also gerade die Kollegen hier, die hier für die Zeitung mit dabei waren, waren teilweise ein bisschen noch enttäuscht. Aber ja, gut. Also tolle Mischung aus schöner Landschaft und Städten. Ja, allerdings auch ein paar kleinere Orte, wo wenig los war. Das habt ihr ja in den Vlogs vielleicht auch gesehen. Ja, aber gut, ja, es gibt eben nicht nur Metropolen hier entlang der Seen. Ist auch klar, ne? Wie ist die Atmosphäre hier an Bord? Ganz wichtiger Punkt. Hatte ich schon gesagt, 170 Crewmitglieder sind hier bei maximal 400 Gästen. Das ist natürlich eine extrem familiäre Atmosphäre. Zu den Gästen, viele fragen ja auch immer, wie alt waren die denn? Ja, das waren in dem Fall schon fast ausschließlich Gäste über 60 Jahren jeweils. Ich habe mich mit sehr vielen sehr nett unterhalten und so. Das war alles wirklich eine ganz, ganz, ganz entspannte Atmosphäre. Aber klar, ne, das Ganze ist eher eine, ich nenne es mal, ruhige Angelegenheit. Völlig klar. Zum Schiff noch ein paar Worte. MS Hamburg wurde also 1997 fertiggestellt, ist also aktuell 21 Jahre alt. Das ist jetzt nicht so wirklich alt auf der einen Seite, aber jetzt auch natürlich nicht vergleichbar mit einem Neubau. Wie das immer so ist, ja, wenn so ein Schiff in die Jahre gekommen ist, da muss dann auch mal einiges erneuert werden. Für die Hamburg ist ein längerer Werftaufenthalt erst geplant für den Frühjahr 2020. Ich sag's mal so, ja, man tut sich als Gast da keinen Gefallen, wenn man jetzt jede Stelle des Schiffs ganz besonders kritisch anschaut. Ja, das könnte dann hier, muss man ehrlicherweise sagen, so eine Sache sein. Aber ich denke, das ist sicherlich auf den allermeisten Hotels in der Welt auch so. Ja, es ist nur natürlich dadurch, dass ich immer so auf neuen Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist, man ist natürlich ein bisschen verwöhnt. Ne? Also es ist sicherlich auch nicht der Anspruch hier, dass man mit einem Neubau jetzt von der reinen Hardware, also vom Schiff her konkurrieren will. Das ist sicherlich nicht der Anspruch. Ich bin ja nun Anfang des Jahres mit der Pullman Tour Horizon oder Anfang, ich weiß gar nicht, wann dieses Video jetzt hier online geht, also ich bin ja Anfang 2018 mit der
der Pullman-Tour Horizon unterwegs gewesen. Ja, da war das letztlich ähnlich. Da ist das Schiff, da ist auch nicht alles im allerbesten Zustand gewesen. Ist aber trotzdem eine schöne Reise gewesen, muss man wirklich sagen, ja. Was ist das Problem, wenn man so will, bei einem kleineren Schiff? Das muss seinen Preis haben. Das gilt auf kleinen Flusskreuzfahrtschiffen genauso wie auf kleinen Hochseekreuzfahrtschiffen, ja. Da sind nicht die gleichen Preise möglich wie auf einem Neubau mit 5000 Gästen. Ganz wichtiger Punkt, denn da ist es wichtig, dass ihr die Preise wirklich fair vergleicht. Ja? Man bekommt eben auch eine Erfahrung, die so auf einem großen Schiff gar nicht möglich wäre. Also in dem Fall hier das Fahrtgebiet, andere Schiffe können hier gar nicht fahren. Ich glaube, die Hanseatic Inspiration von Hapag-Lloyd, die nächstes Jahr kommt oder die 2019 kommt, die wird hier fahren können, aber da kostet die Reise noch 10.000 Euro. Also ja, ist so ein bisschen... Also eine Sache, man bekommt halt eine Erfahrung, auch dieses Persönliche und diese kleine Gruppe an Menschen, ja, das ist eben was, das hat tatsächlich seinen Preis. Da muss man eigentlich auch bereit sein, den dann zu zahlen. Ja, die Reisen sind also ein bisschen teurer, auch wenn das Schiff ein bisschen hinterherhängt, was die Modernisierung angeht. Das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Sache. Aber deswegen, man muss da eben gucken, ja, was sind die positiven Aspekte? Die Routenführung und so weiter. Positiver Aspekt kommt gleich noch, das Essen. Das wird unter anderem serviert im Buffet-Restaurant. So, das ist entgegen fast aller Schiffe im vorderen Bereich des Schiffes, nicht hinten. Dadurch, dass die Küche aber hinten ist, muss man also relativ aufwendig das Essen immer in den vorderen Bereich transportieren. So. Aber das ist halt vorne ein wunderschöner Bereich, dieser Palmgarten nennt sich das Buffet-Restaurant, mit Ausblick nach vorne. Ja, das ist halt so ein Bereich, der ist auf Schiffen im Massenmarkt, ist das heute häufig nur noch so der Bereich, der für Suitengäste ist oder so. Ne? Also das ist halt ganz wichtig, dass man das auch, ja, wertschätzt, ja? Muss man wirklich sagen. Ja. Das Essen, ja, das war eigentlich die Überraschung auf der Reise, weil ich es damals vor 3,5 Jahren so, fand ich so mittel. diesmal fand ich es richtig gut, ja, wirklich, ist so. Also, ja, sowohl zum Frühstück, da gibt es dann schon irgendwie frische Omelettes von der Omelettstation oder frisch gebratene Spiegeleier oder. Auch das Mittagessen, das Abendessen im Bedienrestaurant, im Buffetrestaurant. Ich fand auch eine überraschend große Auswahl tatsächlich, also ich glaube 4 Hauptgerichte oder so. Also das war jetzt gerade auf der MSC Sea View, war das deutlich geringer, wo ich ja zuvor war, die Auswahl. Ich fand beim Dinner die Portionen zuweilen etwas groß, ja, weil, ja gut, man muss nicht alles aufessen, aber so richtig optimal finde ich es nicht. Da muss man sich wirklich zusammenreißen, dann nicht alles zu essen, um nicht zu platzen nach einer Woche, aber gut. Und ich habe auch mit vielen anderen gesprochen, also ja, die waren halt dann schon sehr zufrieden mit dem Essen, tatsächlich. Ja, also es gibt dann am Abend, gab es dann auch mal ein Rinderfilet durchaus am Galaabend oder. Ja, also muss man sagen, das war wirklich, ich würde denken, das ist so mit dem, was an Ware verwendet wird, also der Wareneinsatz, so, das ist, denke ich, ungefähr vergleichbar, kennen ja viele von euch mit TUI Cruises ungefähr. Ja, also das, was an Lebensmitteln verwendet wird. Aber natürlich ist auch immer klar, wichtiger Punkt ist, wie wird es zubereitet und wer hat die Menüs oder wie wurden die Menüs konzipiert zum Beispiel. So, ne? Also das sind ja mal unterschiedliche Faktoren. Ja, die dann am Ende eine Rolle spielen. Ja, die Kabine, ihr seht es, ich kann mich ja nochmal bücken. Ach, naja, sieht man auch nicht viel mehr. Es ist eine Außenkabine, es gibt hier keine Balkonkabinen. Man denkt wohl darüber nach, beim Werftaufenthalt dann 2020 französische Balkons teilweise einzubauen. Sicherlich nicht schlecht. Die Größe, völlig in Ordnung, ausreichend Stauraum, das war alles ganz wunderbar. Wichtiger Punkt, ja, für mich immer gut verdunkelbar auch, ja, also wunderbar. Gut, kann man den Fernseher sehen? Ah ja, das ist ein Fernseher, den hatte ich auch mal tatsächlich. Mitte der 90er Jahre von Philips. Modell Röhre tatsächlich noch. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn er noch funktioniert, warum sollte man den wegschmeißen? Ne? Nur weil Flachbildschirme hat man halt heute, ja, aber solange er noch funktioniert. Also wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite denkt man so, Röhre. Aber auf der anderen Seite, ja, was ist das für eine Welt, wo man irgendwie so ein funktionierendes Ding wegschmeißen würde? Ne? Ja, die Klimaanlage da so, die ließ sich irgendwie nicht so richtig gut regeln, muss man sagen. Also ich hatte das Gefühl, dass sie da manchmal später kälter wurde und manchmal wärmer wurde, als man da gar nicht mehr damit gerechnet hat. Also teilweise bin ich morgens aufgewacht und dachte so, oh, ganz schön warm oder aber, oh, ganz schön kalt. Also ja, das ist so ein bisschen so eine Sache. Aber gut, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, mich zwischendurch erkältet zu haben, aber irgendwie war das wirklich nur so ganz bisschen. Aber bei der Eiskälte, die wir draußen hatten, habe ich gar nicht gesagt, ne? Temperaturen teilweise, 3, 4, 5 Grad. Manchmal auch 15 Grad. Ja, das war dann schon so im Oktober.
ein bisschen speziell von den Temperaturen. Unterhaltung, ja, da ist man natürlich auf einem kleinen Schiff begrenzt. Es gab diverse Gastkünstler, Zauberer, Geiger, es gab einen Sänger, es gab eine Band, einen Alleinunterhalter, zwei Lektorinnen, da ist es immer voll gewesen. Eine Crewshow gab es, ja, ich sag nur so, man bemüht sich da, aber man ist natürlich so auf so einem kleinen Schiff, ist man halt am Ende, ja, von den Möglichkeiten eingeschränkt, ne? Das ist halt auch dann nicht so der Schwerpunkt an Bord, so. Die Nebenkosten, was so Aufpreisrestaurants oder so, was man von anderen Schiffen kennt, das gibt es hier nicht. Ja, dementsprechend kommt da nichts auf einen zu, was man da noch ausgeben müsste. Getränke sind relativ günstig. Ein Glas Mineralwasser irgendwie 80 Cent, eine Cola knapp 2 Euro, ein Cocktail um die 5 Euro. Also ist sehr überschaubar von den Kosten her. Ja, und wenn wir jetzt nochmal abschließend gucken, für wen wäre meiner Ansicht nach die MS Hamburg geeignet? Also erstmal klar, für alle, die Wert legen auf Routen abseits des Mainstreams. Ich weiß ja gerade bei den Kreuzfahrtexperten unter euch, die schon so viel gefahren sind und die dann immer jedes Jahr erneut enttäuscht sind, wenn die AIDA oder mein Schiffskatalog kommen und sagen so, wie, schon wieder keine neuen Routen. Ja, das ist so ein bisschen, da gibt es dann halt so, ja gut, Produkte wie das hier oder sicherlich auch wie Phoenix-Reisen zum Beispiel. Also das geht sicherlich in eine ähnliche Richtung. Man müsste aber bitte auch damit leben können, dann, ja wie gesagt, dass es kein Neubau ist, dass nicht alles perfekt in Schuss ist tatsächlich. Wie in den meisten Hotels auf der Welt auch. Ja? Nur wie gesagt, bei den Schiffen haben wir uns irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt, dass alles teuer und neu ist und so. Ja. Ist halt auch was für alle, die ein familiäres Schiff schätzen, ne? Mit bis zu 400 Gästen höchstens, ja, wo man eben auch regelrecht eine gute Beziehung zur Crew aufbaut. Teilweise ist es so, dass Crewmitglieder einzelne hier seit Jahren immer wieder kommen, was sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja, warum ist das Ganze irgendwie dann ein sehr gut funktionierendes Konzept irgendwie? Also zumindest für die Urlauber. Ich habe überlegt, das ist so ein bisschen vergleichbar ja, wie früher, ne? Wenn man als Kind vielleicht Oma und Opa zu Hause besucht hat. Das war dann vielleicht bei denen zu Hause nicht wirklich alles perfekt, ja, aber trotzdem hat man sich total wohl gefühlt, ja, weil dann da am Ende andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Also das vielleicht so ein bisschen so als Erklärung, ja, warum auch dieses Schiff so viele Stammgäste hat, ne? Warum, ja, und ich habe auch eine Auswertung gesehen der Fragebögen tatsächlich. Also ich bin ja immer, wenn ich so Küchenbesuche mache, dann gucke ich immer so, was hängt da an der Wand? Das sind meistens hochinteressante Sachen. In dem Fall eine Auswertung ja, der Fragebögen einer Reise. Und da waren die Gäste wirklich, ja, wirklich extrem zufrieden, muss man wirklich sagen, so was die einzelnen Punkte angeht. Also das kann man nicht anders sagen. Also ja, da haben irgendwie ein Drittel der Gäste einer Reise haben da mitgemacht und waren wirklich so teilweise gut und sehr gut bereicht alles, was Essen und so weiter angeht. Also muss man sagen, die Gäste sind schon zufrieden so. Ja, das ist gewesen. Wenn ihr mal Reisen checken wollt mit der MS Hamburg, dann klickt einmal dort auf den Button. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und es kostet nicht mal was, dann klickt einmal darauf. Und ansonsten sehen wir uns wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.